In der 67. Straße, 2. Avenue, hat er sein Büro. The Muppets and Hanson Associates. Jim Hanson, 39 Jahre, Vater von 5 Kindern. Während seiner College-Ausbildung entwarf er bereits den Frosch Kermit aus einem Übergangsmantel seiner Mutter und halben Tischtennisbällen als Augen. So übt er die Mundbewegungen, mit denen die Puppen später singen sollen. Seine Arbeit wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Das ist Emmy, der Oscar des amerikanischen Fernsehens. Und dies sind seine Kinder. Jo. Okay, thank you. Be ready. All right, guys, here we go. Die Puppenwerkstatt. Hochqualifizierte Fachleute führen hier seine Ideen aus. Was ist dies? This is the thing for the song. Dies sind seine Vorlagen für neue Muppets. Muppets ist eine Wortverbindung aus Puppets, Puppen, und Marionettes, Marionetten. Inzwischen ist der Mitarbeiterstab auf 26 Personen angewachsen. Außerdem wird für Abendprogramme in und ausländischer Fernsehstationen gearbeitet. Große Geduld, Geschicklichkeit und Fantasie sind nötig, um diesen Standard zu halten. I have a selection of crowns. Okay. Yeah. That you can. Do you want like all of those? Kermit eyes. I think so. Try them. Standard pattern. Can we put them on? Yeah. Where do they go? Top of the head, like a frog? Like that? Yeah. Fairly close together. Well, there was an article. There was a newspaper. Like a frog? It's like a frog. Ist das schon ein Frosch? Okay. Rabbit? Indeed. Okay. In der Tat. Jim ist ständig gegenwärtig. Er ermuntert, korrigiert, verwirft. Pausenlos ist er kreativ. Let me try. Do you love her? Already. Nothing you can get from there yet, I don't think. Okay. Schaumstoff. Eine neue Figur entsteht. So fängt es an. Lovely the way it tears, if it will stay strong enough. Kill him for that. Here, here, he says. My name's Food. Eat me, he says.